herzlich willkommen zu einem meiner kurzen Selbstgespräche. Das Thema meines heutigen Selbstgespräches lautet Jetzt und deine Beziehungen. Solange du mit deinem Verstand identifiziert bist, ist der häufigste Aufenthaltsort, dein häufigster Aufenthaltsort, das Gestern oder das Morgen. Jedenfalls deine Gefühlswelt betreffend. Allerdings existiert weder gestern noch morgen. Gestern war einmal und morgen wird irgendwann sein. Und der Acker, auf dem unser aller Morgen geboren wird, ist dieser aktuelle Augenblick in deinen Gedanken, deinen Gefühlen und auch in deiner Realität. Nein, ich bin kein Fan der spirituell-esoterischen Geschichte. Sämtliche Realität ist nur Illusion und es spielt letztlich gar keine Rolle, was du tust. Es spielt für unser aller Morgen eine große Rolle, was du heute tust, allerdings noch viel bedeutender und eine noch viel größere Rolle für unser aller Morgen als das, was wir tun, sind die Gefühle, mit denen wir in diesem Augenblick identifiziert sind. Und noch immer behaupte ich nicht, dass keine Angst, keine Wut, kein Zorn, keine Trauer, kein Zweifel, keine Gefühle der Enge in dir sein dürfen. Wenn allerdings in diesem Augenblick in deinem Leben keine existenzielle Bedrohung herrscht, kein Al-Qaida-Kämpfer mit gezückter Maschinenpistole steht vor dir, kein Säbelzahntiger, kein Nashorn, niemand möchte dir die Füße abhacken, dich vierteilen. Wenn es in diesem Augenblick jetzt keine reale Bedrohung in deinem Leben gibt, du aber mit Gefühlen der Angst identifiziert bist, steckst du noch immer fest in einem uralten kindlichen Trauma, in einer uralten Geschichte, in der du mal in der Natur der Sache ein Opfer warst, in der du mal in der Natur der Sache abhängig von der Liebe, Zuneigung, Fürsorge anderer warst. Diese Zeit wird auch Kindheit genannt und war in der Realität in 9,9 von 10 Fällen anders, als wir sie aus vielleicht Märchengeschichten oder Träumen kennen. Wir wurden als Kinder nicht um unserer selbst willen geliebt. In diesem Trauma der Erfahrung von Ablehnung für dein authentisches So-Sein steckt weit über 90% der aktuellen Menschheit noch immer fest und lebt ein Angstvermeidungsleben, ein Leben der Ablehnung der eigenen Gefühle. Allerdings formuliere ich noch einmal, dass es nur eine einzige Zeitform gibt, lebenslang von der ersten bis zur letzten Sekunde, und die lautet noch immer jetzt, jetzt, jetzt. Wächst der Samen oder jetzt wächst sozusagen das Pflänzchen aus dem Gefühl und aus der Tat und der Realität, die du in diesem Augenblick lebst. Warum ist mir das so wichtig? Es gibt so viel Geschichten von du musst noch dies und du musst noch jenes und es dauert noch Jahre und irgendwann wird es mal schön, wenn du kein wahrhaftiges, authentisches, ehrliches, radikal wahrhaftiges, authentisches, ehrliches Jetzt in deinem Leben kreierst. Eine authentische Realität, eine wahrhaftige, deinem Gefühl entsprechende Realität. Wenn du jetzt lieber ein totes Leben, was allerdings funktioniert, lebst, wenn du jetzt Beziehungen lebst, die nicht deiner Wahrheit entsprechen, aber der Erwartung deines Partners, der Erwartung der Gesellschaft, der Erfüllung deiner erlernten Konzepte von Partnerschaft und Beziehung, in Erfüllung der Erwartung der Gesellschaft, in der Erfüllung der Erwartung anderer, ist es absolut unmöglich. Unmöglich. Und an der Stelle ist es wichtig, dass ich brutal darauf hinweise, es ist unmöglich, dass irgendwann im Morgen, während du weiter Lüge, Angstvermeidung, Selbstverrat, Erfüllung der Erwartung anderer, Bequemlichkeit und Komfort lebst, um deinen Ängsten, deinen Schatten, deinen Dämonen, deinen verwundeten inneren Kindern nicht zu begegnen. Es ist unmöglich, dass dich irgendwann aus dem Außen
Heilung geschieht nicht von außen nach innen. Ein wahrhaft Liebender rettet, heilt, erlöst, weil du keine Liebende geworden bist. Und dementsprechend, selbst wenn dich ein wahrhaft Liebender findet oder dir begegnet, bedingungslose Liebe von außen nicht in der Lage bist anzunehmen, du kannst sie noch nicht mal dauerhaft erkennen, vielleicht ganz kurzfristig. Also, irgendwann wird mal alles besser. Irgendwann werden wir eine demokratische Regierung bekommen, wundervolle Männer bekommen, wundervolle Frauen bekommen, werden die anderen wach und bewusst. Irgendwann geschieht Heilung aus dem Außen. Das ist ein Trickbetrug deines Ego, deiner Angst vor deiner Angstidentität, deiner Masken und Rollen, um dich durch deinen Traum eines besseren Morgen davon abzuhalten, heute deinen Ängsten, Schatten, Dämonen, deinen verwundeten Kindern liebevoll zu begegnen, aber nicht mit ihnen identifiziert, sondern als liebender Erwachsener. Und du musst auch nicht 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Jahre verharren oder 10 Jahre verharren und festhalten in einer Verbindung, wo dir vielleicht jemand mal mit Worten eventuell, wenn überhaupt, mitgeteilt hat, dass er dich liebt und dass du die große Liebe seines Lebens bist. Denn dieser Mensch, der aus welchen Gründen auch immer sich nicht dafür entscheidet, jetzt, auch immer die einzige Zeitform, die lebenslang existiert, jetzt, das ist alles, was wir haben, jetzt, dieser Mensch, der gut mit Worten war und dessen Worten niemals Taten gefolgt sind, dieser Mensch wird dich ebenso wenig morgen, übermorgen oder übermorgen erretten aus deinem inneren Schmerz, deiner inneren Schmerz- und Angstvermeidung, deiner inneren Identifikation mit Ego. Dieser Mensch kann nicht dein externer Heiler, Retter, Erlöser, deine externe Heilerin, Retterin, Erlöserin werden, wie innen so außen, weil du es für dich selbst nicht geworden bist. Ein Mensch, der tatsächlich und wirklich an dir interessiert ist, ist tatsächlich und wirklich an sich selbst interessiert, hat tatsächlich und wirklich seine eigenen Schattenängste und Dämonen, ihnen zumindest mutig ins Gesicht geschaut und angefangen, mit ihnen zu leben, ohne sie zu verdrängen. Die asiatische Kultur fasst diese notwendige Tatsache eines erwachsenen Lebens wundervoll in einem Satz zusammen. Du kannst deine Drachendämonen nicht töten. Du musst und kannst aber lernen, sie zu reiten, größer zu werden und sie zu nutzen, ohne dich für sie zu halten. Also, ein Mensch, der dich meint, der dich will, der mit dir leben will, muss sich selber meinen, sich selber wollen, mit sich selber leben wollen und können, muss seine Angstvermeidungsstrategien, seine Ego-Identifikation, seine Identifikation mit Vermeidung des Fühlens der kindlichen Wunde überwunden haben. Und so ein Mensch kommt erst in dein Leben, wenn du selber zu einem bedingungslos dich selber annehmenden, viele Menschen haben ein großes Problem mit dem Wort Liebe, weil sie damit assoziieren, frei von Zweifeln, Angst, Wut, Zorn, Schatten, Traumata zu sein. Ein Liebender ist nicht frei von Angst, Wut, Zorn, Schatten, Traumata. Er ist nur größer geworden als seine Angst, seine Wut, sein Zorn, sein Trauma, seine Urteile. Und ja, ich nenne mich einen Liebenden und nein, ich bin überhaupt nicht frei von Schattenängsten und Dämonen. Ich lerne nur jeden Tag ein paar Sekunden mehr, größer zu werden als meine Ängste. Dazu gehört radikale, gesunde Grenzen im Außen, klare Wertekommunikation und das Achten, Behüten, Schützen und Leben deiner Werte und trotzdem immer und immer wieder so schnell wie möglich entgegen deiner Gewohnheiten weich, durchlässig, annehmend, herzoffen diesen Augenblick betreffend ein Liebender zu werden. Ein Liebender muss lebenslang für seine gesunde Autonomie im Außen sorgen. Sein Wort ist seine Tat. Zumindest darf er das üben. Er darf sich natürlich vergeben dafür, dass er das nicht immer hinbekommt. Ich möchte nur noch mal so sehr darauf sensibilisieren. Nein, nicht in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahren kommt dein Retter, Heiler, Erlöser aus dem Außen. Du bist dein Retter, Heiler, Erlöser, deine Retterin, Heilerin, Erlöserin. Und dann kommt eine Reflexion in dein Leben, die jetzt mit dir Zeit verbringen will, die nicht Monate, Jahre, Jahrzehnte braucht,
um sich irgendwann netterweise mal für reale Zeit mit dir zu entscheiden und vielleicht trotzdem alte Angstvermeidungsbeziehung nicht zu verlassen. Du bist logischerweise ein radikales Ja dieser Welt wert, aber das radikale Ja der Welt, die in dein Leben gehört, kann dich erst erreichen, wenn du in ein reales Leben eines radikalen Ja gefunden hast. Eines Ja zu deiner Trauer, deiner Wut, deinem Zorn, deinem Urteil, deiner Schwäche. Einem Ja zu deinen Schattenaspekten. Du musst nicht betteln, sehnen, kämpfen, hoffen, warten, dein eigenes Jetzt mit Füßen treten und zur Hölle auf Erden machen, damit irgendwann mal in Wochen, Monaten oder Jahren dich ein zweiter netterweise rettet, heilt, erlöst, erhört und mit dir Realität verbringt. Ich sage dir aus eigenem Leben und eigener Erfahrung, wenn du bei dir bist, wenn dein Leben dir mit dir Freude macht, wenn dein Leben ein eigenes Abenteuer ist, wenn du ein eigenes Abenteuer kreiert hast, gibt es einen Menschen, der dir dein Ja zu dir spiegelt und der jetzt mit dir radikale, nackte, echte, authentische Lebenszeit verbringen möchte, wie innen, so außen. Dieses Märchen von irgendwann kommt der Richtige, fußt in der Ablehnung deines Jetzt, in deinem eigenen, dich ablehnenden Leben, in deiner eigenen Reflexion, in der Reflexion deiner inneren Ablehnung, in einem realen Angstvermeidungsleben, in einem realen Leben, in dem du dich weigerst, durch deine Ängste zu gehen und sämtliche Lügen im Außen zur Vermeidung des Fühlens deiner kindlichen Wunde zu beenden. Nicht morgen, übermorgen, übermorgen, irgendwann kommt die richtige Regierung, der richtige Partner, die richtigen Freunde. Du müsstest jetzt die richtige Regierung, der richtige Freund, der richtige Liebende, der richtige Partner für dich selber werden. Jemand, der seine Werte kennt, der gesunde Grenzen setzt, der Einladung zu Kampfkrieg, Drama nicht annimmt, aber tatsächlich integre, gesunde Autonomie lebt. Seine Werte kennt, seine Werte kommuniziert, zu seinen Werten steht, für die Einhaltung seiner Werte sorgt und keinen Krieg führt und sich trennt und klare Grenzen setzt, alle Felder betreffend, die seine Werte, seinen Wert verraten. Jetzt ist das Einzige, was existiert. Erfüllte Beziehung wächst aus deinem radikalen, erwachsenen Ja zu dir jetzt. Das musst du üben. Dabei fällst du viele, viele hunderte Male hin. Wenn du Begleitung möchtest auf deinem Weg zurück zu dir, findest du mich auf meiner Website www.martinuhlemann.de. 15 Minuten eines gemeinsamen Gesprächs sind nach wie vor kostenfrei. Wenn du Werkzeug haben möchtest, um ganz konkret jeden Tag ein paar Minuten daran zu arbeiten, ein Liebender jetzt radikal herzoffen annehmend im Außen klar Grenzen setzen zu werden, schau, ob eines meiner Coaching-Pakete für dich passt. Mitte August gibt es nahe Wiesbaden im Sampona in Schlangenbad eine Ausbildung zum Liebenden von Freitag den 13. bis Sonntag den 15. Schau auf www.martinuhlemann.de, Freitagabend bis Sonntag Nachmittag Ausbildung zum Liebenden bei Wiesbaden im Sampona. Vielen Dank für deinen Mut, auf dich zu schauen. Dankeschön. Tschüss.